Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich mit euch einen wunderbaren kurzen Text zum Thema Heilung teilen. Diesen Text habe ich vor Monaten auf einem Telegram-Kanal gefunden, dem Telegram-Kanal Leichtsein. Ich werde euch diesen Kanal auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar verlinken. Auf Telegram findet ihr auch meinen Kanal, den werde ich euch auch unter diesem Video verlinken. Diesen Text zum Thema Heilung habe ich schon vor einigen Monaten auf Telegram gefunden und er hat mich damals sehr berührt. Und ich dachte mir immer mal, den werde ich auch mal für YouTube einlesen. Und jetzt ist es soweit, jetzt gibt es den wunderbaren Text zum Thema Heilung. Heilung. Wunden zu heilen bedeutet nicht nur Reiki zu bekommen und Kristalle zu platzieren. Heilen ist auch nicht nur Tarot zu lesen, Bachblüten zu nehmen und zu pendeln. Heilen ist nicht nur harmonisieren. Heilung bedeutet, die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Es ist nur für die Mutigen, für Menschen, die sich lieben und sich entscheiden, den großen Schritt nach innen zu gehen, die es wagen, in die Seele einzutauchen, um ihrer Führung und Richtung zu folgen. Heilung ist tief und intensiv. Es braucht viel Energie und viel Zeit, so viel Geduld, weil wir uns so viel ignoriert haben. Ein Ego zu bekämpfen, das den Veränderungen widersteht, die sich aus der Seele ergeben, bedeutet auch zu heilen. Heilen heißt bluten, eitern, schmerzen und schließlich loslassen und vergeben. Heilen heißt, aufeinanderfolgende Zustände von Wut, Traurigkeit, dem Bedürfnis nach Einsamkeit und Stille zu durchlaufen. Heilen heißt, in die Schatten zu treten. Heilung ist, trotz allem, wunderbar, weil sie befreiend und friedenbringend ist. Reiki, Kristalle, Akasha, Bachblüten, Meditieren und so weiter sind hilfreiche Werkzeuge, aber der Kanal der Heilung ist tief in uns verborgen. Heilung ist die Liebe, die wir in jeden Prozess stecken können, der uns durch dieses verrückte und schöne Leben führt. Sei mutig und heile dich selbst. Innere Heilung beginnt damit, dich selbst Tag für Tag ein wenig mehr anzuerkennen. Du verdienst es, glücklich zu sein. Du verdienst es, an erster Stelle zu stehen. Das war der Text, der kleine Text zum Thema Heilung. Ich möchte jetzt den Text auch gar nicht weiter interpretieren oder für mich auf mich persönlich beziehen. Ich möchte euch einfach nur diesen Text als Inspiration anbieten und freue mich über eure Gedanken und Meinungen zu diesem wunderbaren Text, in meinen Augen wunderbaren Text, unter diesem Video. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch ganz viel Mut für eure innere Heilung. Bis ganz bald.